Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, es ist einige Tage her, ich weiß nicht mehr so viel. Ja, das Horizont-Pack kam dazwischen ein bisschen, aber jetzt machen wir weiter. Und wir wollten das letzte Mal, glaube ich, ein bisschen minen gehen. Glaube ich, kein Eisen mehr. Okay, dann müssen wir meinen. Ich habe eigentlich so gedacht, wir... Ja, wir gehen in eine Höhle zuerst. Und dann machen wir die Mine. Machen wir einfach ein ganz tiefes Loch, wo wir immer wieder runterspringen können und so. Also das Horizont-Pack kommt sehr gut an. Dankeschön dafür. Das Hexi-Pack eigentlich auch. Natürlich nicht so viel, weil Horizont ist natürlich neu, nicht so viel Let's Played und so. Und Hexit halt schon extrem Let's Played. Aber das macht mir nicht so aus. Wenn ihr wollt, also wenn es mehr Zustimmung gibt, mache ich natürlich auch mehr Hexit. Das ist ganz klar. Schade, dass Hexit jetzt nicht 1.74 Snapshot ist, sonst könnten wir das Lapis Lazuli gut gebrauchen, aber wir können sicher später noch ein bisschen Lapis Lazuli zum Baum brauchen und so weiter. Es gibt sehr gute Baummöglichkeiten, denn es gibt zum Beispiel eine Säge, damit kann man kleine Sachen herstellen, zum Beispiel Diamanten, Platten und ja, Zäune, so Art. Hex leckt ein bisschen. Wieso leckst du momentan? Hallo? Kann man den LAN-Server eigentlich nicht ausstellen? Verstehe das irgendwie nicht. Ja, aber sortieren wollte ich auch nicht. Wir noch mal kurz reingehen. Hoffentlich sind die Dinge nicht weg. Ja, sind wieder da. Okay. Da sehen wir ein neues Biom. Mal schauen, was das für ein Biom ist. Sieht so irgendwie nach irgendetwas Giftiges aus oder so. Wo habe ich das gesehen? Das hier. Da, ja. Online-Mode off. Den nicht ausstellen. Das wird auch für mich nicht funktionieren. Das ist bei Hexit. Irgendwie haben die das extrem versaut mit dem LAN-Mode. Haben, glaube ich, bei der 1.64 dann es wieder hingekriegt, dass es relativ gut geht. Sonst, ja, ich check das nicht. Am Fram wird nie getestet. Habe ich das Gefühl. Wird einfach nur auf den Markt geschissen und dann noch so extrem langsam, aber da will ich jetzt nicht mehr drüber reden. Jetzt bekomme ich wirklich die Depression so langsam. Jedes Spiel irgendwie komisch schlecht und so. Aber es liegt auch sehr viel Druck auf den Entwicklern. Früher waren die so schön unabhängig von Publisher und so. Und machten ihr Ding, und heutzutage ist ja eigentlich alles nur Werbung. Und wer mich kennt, ich ignoriere Werbung aufs Äußerste. Bei mir kommt Werbung nicht durch und ich will mich auch nicht mit Werbung irgendwie bekannt machen. Wahrscheinlich habe ich deshalb noch so wenig Abonnenten, aber es kommen langsam. Also ich war auch schon schlechter dran.
das letzte nehmen wir nicht mit. Wir haben noch keine Rucksäcke. Und letzte und verstopft eigentlich sehr ins Inventar. Da nehmen wir lieber die Kohle mit. Die ist wertvoller. Das heißt, versteckst du mich von mir? Ha, das kannst du knicken. Ich finde alles, auch wenn er erst beim zweiten Mal. Hallo Eisen. Gehen wir mal ins Biom. Die Kirschbäume haben wir bei uns. Wir schauen noch, ob wir etwas anderes haben. Das Gold könnten wir. Ist das überhaupt Gold? Ja. Sieht so matt aus, aber das ist wahrscheinlich wegen der Gravel-Textur. So, Red Berries haben wir auch. Diese können wir mitnehmen. Das sind, glaube ich, die Glow, die Leuchtblüten. So, schauen wir mal, was das hier ist. Kürbisse haben wir auch schon. Aha, das ist so. Okay. Ups. Das war ein Lag. Hier haben wir eine Ruine. Aber hier ist nichts. Das sind Blätter, die könnte man mitnehmen, aber ne, die sind so wertvoll wie mein. Nein, so wertvoll sind sie nicht. Was sind das für Berries? Blueberry. Da. Raspberry. Dann nehmen wir die mal mit. Wenn die Blätter nicht zerstören, dann gehe ich jetzt hier unten drum. So. Ah ja, Recapture ist ja an. Als Maple. Haben wir die schon? Was nicht. Wir könnten mal hoch, aber da brauchen wir mehr Material zum Hochstecken. Hier gibt es noch relativ viele Büsche. Es ist auch irgendwo noch ein paar andere Bäume. Ich mag es einfach rings um meine um mein Haus und so ein paar verschiedene Bäume zu haben. Und dann hat man auch schön Baumaterial. Scheinbar, da gibt es noch irgendetwas. Und ein Haus gibt es da. Okay, gehen wir mal hin. Und die Mods mache ich momentan noch nicht an. Wenn ich dann zu Hause bin und das Wichtigste dann weg habe, dann kann ich natürlich, ah, das jetzt. Oh cool. Dann kann ich die Mods natürlich anmachen. Und später wird es sowieso genug Action geben in den Dungeons. Jetzt fühle ich mich einfach noch ein bisschen zu sensibel, wenn es um Damage geht und so. Weil die Monster sind auch zäh und so, machen dadurch auch noch mehr Damage. Ja. So. Da haben wir mal ein Haus. Schauen wir mal das Haus an. Wir könnten eigentlich hier hoch.
sehen Sie, ist es nicht so. Es ist nur ein normales Haus von einem Dorf. Ist nichts drin. Okay, wir könnten hier mal hochstecken. Machen wir uns einen Dörrturm. Nee. Was ist das? Silberbell. Ja, weil hier ist alles ein bisschen kaputt, das können wir ja, ein bisschen fahren. Ja, ich will diese Türme natürlich dann sofort abbauen. Und hier runter gehen. Das gibt es am schnellsten mit. Der Ding ist ein bisschen zu laut. Okay, 55 reichen die. Ein bisschen. Das Black Bear, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Eigentlich kein anderer Baum, oder? Schau lieber nochmal. Ja, ist kein anderer Baum. Fledermäuse. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Da können wir noch ein bisschen Gravel abbauen. Aufsammeln. So. Da gibt es aber extrem viele Inseln. Also die Map, die ist schon geil, da kann man richtig rauszoomen. So weit rauszoomen. Keine gute erkunden. Aber sonst, ja, die Waypoints sind halt alles einfarbig und ja. Texturen sind halt nicht so schön, aber sonst. Wow, sind schon oben. Also müssen wir aber wieder ein paar Sachen wegwerfen. Werfen wir die runter. Ja, Emerald Shards weg. Barley Seeds weg. Schleimige Setzlinge können wir. Crafting Table können wir wegwerfen. Reicht das? Wir brauchen